liebes Publikum, es ist mir eine große Ehre, dass heute nicht mein großer Bruder Baihu die Show macht, sondern ich das bin. Wer ich bin? Naja, ich bin der Plastiktiger aus dem Playmobil-Sortiment und ich bin hier der Ersatz. Also der Ersatztiger und so. Und ja, der Baihu ist nämlich wegen dem Fachkräftemangel woanders schwerstens beschäftigt hier. Und da mache ich jetzt heute mal ein Gedicht, beziehungsweise zwei. Also herzlich willkommen zu den Tigergedichten Teil 22. Und wir hören von Heinz Erhardt zuerst einmal: Esst mehr Fisch. Das Meer reicht bis zum Strande und dann verläuft's im Sande, ganz plötzlich und abrupt. In ihm gibt's viele Fische, die essen wir bei Tische, gekocht und abgeschuppt. Doch wozu gibt's die Gräten? Sie wären nicht vonnöten, sie schmälen den Genuss. Denn bleibt mal eine stecken, so kann man leicht verrecken. Und viel eher, als man muss. Tja, danke, 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 liebes Publikum, dankeschön. Also ja, das ist natürlich immer eine nachteilige Sache, wenn man da verreckt wegen einer Fischgräte oder ähnlichen hässlichen Kleinigkeiten und so. Also Vorsicht, wenn ihr Fisch esst, es sei denn, er kommt aus dem Bioreaktor und wäre nie ein Fisch gewesen, der geschwommen ist, sondern nur künstlich gezüchtet. Da soll es ja neuerdings was geben und das spart dann den Grätenkram. So, und nun haben wir den Bonustrack. Bonustrack, das ist heute mal nicht der obligatorische Vierzeiler, sondern weil das meine Show ist, haben wir da ein etwas längeres Gedicht mit 10 Zeilen, glaube ich. Also. Es heißet Knabe mit erkältetem Käfer. Auf meiner linken Schulter sitzt ein Käfer, rot mit schwarzen Tupfen. Er ist vom Fliegen ganz erhitzt. Nun kriegt er sicher einen Schnupfen. Ich nehme ihn in die Hand und renn mit ihm nach Haus über die Wiesen. Er muss sofort ins Schwärme, denn ich höre ihn bereits schon niesen. Ja, das ist natürlich auch sehr von Nachteil, wenn der arme Käfer sich erkälten würde. Und da hat der Heinz Erhardt zu einer Zeit, als ich noch nicht modern war, zum Tierschutz und so aufgerufen. Danke, danke, danke auch dafür. Vielen Dank. Und so, liebes Publikum, seid mir für heute verabschiedet. Wir sehen schon, was wir in Zukunft noch machen können an Gedichten. Auf jeden Fall bleibt mir hier schön gesund im Winter und so. Und Slava Ukraini und so. Es lebe die Ukraine und die ukrainische Freiheit.